Auf gute Wanderschaften damit. Recht herzlich willkommen bei Ich Weg unterwegs mit Peter. Ich hoffe, man hört so halbwegs was. Es teasert schon ein bisschen an, was wir heute machen werden. Was machen wir heute? Wir befinden uns hier vor den Toren der Griesbachklammer und das befindet sich wiederum in der Nähe von St. Johann im Tirol in Erpfendorf. Ja, ich mache das natürlich nicht alleine. Mit mir wieder meine allerliebsten Saarländer, nämlich Sarah und Marco von Strauchs Wanderlust. Und insofern, wir haben uns noch gar nicht so viel zu dem Thema angeschaut. Griesbachklamm klingt auf jeden Fall sehr gut. Das denken sich heute bei diesem schönen Wetter auch viele andere. Davon lassen wir uns nicht beirren, sondern machen uns einen schönen Tag, oder? Ja, machen wir auf jeden Fall. Also, würde ich vorschlagen, Aufi. Aufi, ist gut. Aufi Galopp. Viel Spaß. Tschö. Ich am Weg Strauchs Wanderlust, viele Schirme ins Sauerland kommt und überall erkennt sie jeder Sava, Marco und auch Peter. Und auch Peter. Unsere Tour beginnt bereits am Parkplatz im sogenannten Innerwald, am breiten Bachbett des Griesbachs bei Erpfendorf. Beim Einstieg in die Klamm erwartet uns noch einmal ein Plan des Almenweges. Komm mal, da haben wir gestartet. Da ist nicht mehr hin. Und dann lassen wir komplett durch die Klamm. Dann geht es nochmal richtig gut bergab. Dann sind wir an der Angleralm. Dann kommen wir noch an die Jägeralm, wo wir überall gefüttert. Dann kommen wir an die Endpacke, dann machen wir das Fieschen, schon im sechster Handtuch mit dem Schläf, in die Kneipe an der und dann fahren wir nochmal hin. Sarah hat bereits alles gesagt und somit kann es losgehen. Die erste große Herausforderung ist eine ca. 26 Meter lange Hängebrücke, die in etwa 4 Metern Höhe über den Griesbach führt. Es geht weiter berghoch entlang des rauschenden Wassers zwischen steilen Felswänden, fern vom jeglichen Stress des Alltags. Immerzu umgeben von einer angenehmen, kühlen Brise. Die meiste Zeit wandert man über schöne, breite Steganlagen, die das Erlebnis der Klamm noch viel schöner machen. Oberhalb der Klamm erreichen wir dann ein kleines Tal mit steinernen Sandbänken, die zur Erholung einladen. Schließlich finden wir uns in einem immer schmaler werdenden Seitental wieder und verlassen den Griesbach endgültig. Nach einer längeren Forststraße beginnt nun der kräftefordernde Aufstieg entlang des Jägersteigs.
Durch schattiges Waldgebiet machen wir immer mehr an Höhenmetern und gelangen so bald zur wunderbaren Angelalm auf 1102 Meter. Die Angelalm ist ein wunderbarer Kraftplatz mit reichhaltiger Aussicht. Marco und ich wagen uns noch an die höchste Stelle hinauf zum Angelalmkreuz. Weiter geht es entlang eines kleinen Moorteichs und Almenwegen zum aussichtsreichen Huberkreuz auf der Huberhöhe in 1146 Meter. Die gleichnamige Alm befindet sich gleich daneben. Den Abstieg, den man nicht unterschätzen sollte, nimmt man über die sogenannte Jägeralm. Sie führt letztendlich zurück nach Erpfendorf, wo es noch die Möglichkeit gibt, den Ort und eine Kneipenanlage zu besuchen. Insgesamt gesehen eine nette Familienwanderung, die hier und da doch Kraft erfordert, aber mit überragender Aussicht belohnt. Uns eint eine Leidenschaft, wir sind Freunde der Natur. Zusammen kann uns keine was, in uns lodert das Feuer pur. Vom Saarland bis nach Wien sieht man sie wieder ziehen. Auf Flüsse, Wald und Berg, Emotionen tief aus dem Herz. Ich am Weg Strauchswanderlust, wie nach Himmel ins Saarland kommt. Und überall erkennt sie jeder Sarah, Marco und auch Peter. Und auch Peter. So, meine Lieben, und das hier hinten ist jetzt also Erpfendorf. Wir haben die Tour geschafft. Ihr habt die Bilder gesehen. Das war schon, ja, eine wunderbare große Hausmarke. Von der Klamm rauf zur Alm, viele Tierchen, wunderbare Aussicht und auch der Weg nach unten knackig. Ja, meine Lieben, wie hat's euch gefallen? Wunderbar, würde ich sagen. Ja, und man könnte schon sagen, fast ein Geheimtipp, aber dann am besten schon früh morgens anfangen, dann hat man die Klamm für sich relativ allein und man hat dann auch nicht so viele Leute umgepft wie mir. Ja, bei uns war jede Menge Betrieb. Und was ganz wichtig ist, manierliches Schuhwerk, gute Trittsicherheit und eine gute Grundkondition, weil es geht knackig nuff und knackig nach einem Runner. Das kann ich nur bestätigen. Also meine Lieben, wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder, wenn wir alle miteinander wieder unterwegs sind und ihr dann mit dabei. Und das wird auf jeden Fall so sein. Jawohl, also dann tschüss, Baba. Tschö.